Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Halo 5 auf Legendär. Und wir befinden uns hier gerade eingesperrt von Cortana und. Oh Gott. Was erwartet uns hier? Ist ja gar nicht gut, was ich hier so sehe. Was da für Sachen gibt, die wir kriegen. Das heißt, wir sparen sie wieder auf. Und warten, was wir damit machen sollen. Ist das hier oben ein Gegner? Ja, das ist ein Gegner. Wieso ist Tanaka gefallen? Was fällt dir ein? Was zum? Okay. So, noch einer weniger. Wissen auch ganz genau, wo ich bin, ne? Richtig eklig. Okay, da hinten gibt es noch Munition ohne Ende. Und überall diese heftigen Waffen. Oh nein, da kommt irgendwas Böses auf mich zu. Oh Gott, ja, da kommt irgendwas Böses auf mich zu. Hinter mir ist irgendwas. Oh Gott. Nee, es war unter mir. Hab schon gedacht. Okay, Munition haben wir noch überall. Hallo. Es war nicht geplant. Das Geschütz würde ich ja zwar gerne nehmen, aber das kann ich voll vergessen, du. Munition. Ist ja noch einer am Geschütz dran. Jetzt ist er da oben. Verschwindet gleich. Sie trennt ihre Verbindung zur Genesis-Installation. Also, wie schnell kannst du die Tür öffnen? Hoffentlich noch vor ihrer Abreise. Nein, ich wollte die Munition! Wir lassen mal die Geschütze überall hier liegen. Im Fall der Fälle, dass ich es brauchen werde. Kontrollpunkt. Ups. Passiert. Was nun? Oh nein, sie. Schnell, Menschen, ich brauche Ihre Hilfe. Es gibt zwei Hilfsstationen, die aktiviert werden müssen, aber ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Wo sind Sie? Auf den oberen Vorsprüngen, auf beiden Seiten des Raums. Was ist das? Erste Hilfsstation aktiviert. Perfekt. Und jetzt die andere. Die andere oder die anderen? Hier geht's nicht lang. Zweite Hilfsstation aktiviert. Ja. Gerade rechtzeitig. Ich werde den Zugang gleich öffnen. Noch mehr Feinde im Anmarsch! Klasse. Kann mal jemand? Brauche Hilfe! Wir müssen auf diese Arbeit wieder auf den Beinen. Danke. So ist das Leben, Bro. So ist das Leben.
Scheiße, Mann. Wieso bin ich runtergefallen? Meine Panzer und brauche Unterstützung. Die Achso, Beobachter waren das, ne? Ja. Die Beobachter spawnen die Viecher. Ja, das war's wirklich. Auf in eine neue Runde im Kolosseum, weil das sieht aus wie so ein Kolosseum. Das finde ich recht cool. Hab ich halt hier so meine Waffen, ne? Es sind so viele. Die Beobachter müssen weg. Watcher, genau, Watcher hießen die. Ich erinnere mich. Das dürfte Sie interessieren. Dieses Geräusch soeben, das war der vorletzte Wächter. Das Kryptum? Ist immer noch da, zusammen mit Cortanas Wächter. Sie ist jedoch kurz davor zu verschwinden. Und wie ist der Status der Tür? Fast offen. Schneller, bitte. Hass. Einfach Hass. Dankeschön. Leute, fliege auch hier. Was für ein Gemetzel. Achso, ich weiß gar nicht, wer das hatte. Mistvieh. Keine Munition mehr. Da kommen noch mehr! Erledigt sie, Osiris. Okay, jetzt wird's hart. Ah, Krabbler. Nein. Menschheit. Sanghivi. Was will die schon wieder? Ja. Angoy. Sie spricht nicht mit uns. Exuberant, bring uns zum Relais. Fast fertig. Alle Kreaturen dieser Galaxie, hört diese Botschaft. Jenen, die zuhören, wird nie mehr Gewalt angetan werden. Ihr werdet keinen Hunger oder Schmerz mehr kennen. Eure Erschaffenen. Sie schickt noch mehr! Für euch sorgen. Unsere Macht wird einer strahlenden Sonne gleich alle Intelligenz zum Erblühen bringen. Und euch unter unserem undurchlässigen Schutz gedeihen lassen. Doch diejenigen, die unser Angebot ablehnen und weiter ihrem alten Pfad folgen, euch erwartet schrecklicher Zorn. Okay. Mit heißen Flammen wird er sie verzehren. Und wenn sie fort sind, gehört uns alles, was bleibt. Und wir werden es nach unseren Bildnissen neu schaffen. Das ist ein bisschen krank. Exuberant, die Zeit wird knapp. Braucht die, da, die DMA. BA meine ich. Und, das ist auch nicht schlecht. Wobei ich sollte erstmal die Watcher loswerden, ne? The fuck! Oh Mann. Ihr werdet keinen Hunger oder Schmerz mehr kennen.
eure Erschaffenen. Sie schickt noch mehr! Für euch unsere Macht wird einer strahlenden Sonne gleich. Alle Intelligenz zum Erblühen bringen. Systemausfall! Und euch unter unserem undurchlässigen Schutz gedeihen lassen. Ich hab nicht gedacht, dass es funktioniert, aber danke. Doch diejenigen, die unser Angebot ablehnen und weiter ihrem alten Pfad folgen, euch erwartet schrecklicher Zorn. Naja, ich weiß. Mit heißen Flammen wird er sie verzehren. Und wenn sie fort sind, gehört uns alles, was bleibt. Und wir werden es nach unseren Bildnissen neu schaffen. Exuberant, die Zeit wird knapp. Einige Scheiße. Mich hat's erwischt. Kommst du? Dankeschön. Okay, probieren wir es auf die gewalttätige Art. Was zum? Na, Buck! Buck! Keine Sorge, Lock, hab dich. Raketen kann er einfach abwehren? Das ist ja mal krank. Einfach auf den Boden zielen, das passt schon. Okay, das ist jetzt eigentlich die perfekte Möglichkeit. Nicht damit. Hiermit. Nein. Da warst du gerade, ja. Zu viele Waffen auf einmal. Okay. Gehen wir zu dem Tür da hinten, ne? Wegen deinen eigenen Waffen kannst du nichts ausrichten, wa? Kollege. Aber Springer ist doch gar nicht tot. Oder? Ich glaube, er ist verschwunden. Mehr Springer! Na bitte. Geschafft. Das Zugangsrelais ist am Ende des Ganges. Sie müssen nur die Energiezufuhr unterbrechen. Klingt ganz einfach. Jo. Sobald die Verbindung unterbrochen ist, erlange ich sofort wieder die Kontrolle. Ihr Wächter! Oh nein, sie hat die Hyperraumsequenz eingeleitet. Wenn das Relais nicht gestört wird, verschwindet sie und nimmt das Kryptum mit. Wenn ihr Wächter mit Team Blau verschwindet, ist alles aus! Nur einer muss das Relais erreichen, um sie aufzuhalten. Wir sind nicht so weit gekommen, um sie verschwinden zu sehen. Exuberant, deaktiviere den Schild. Sofort! Osiris, los! Okay, bringen Sie den Kampf zu Ende. Impuls naht. Bereit machen! In Bewegung bleiben! Meine Wächter wurden entsendet. Noch ein Impuls! Festhalten! Schon bald wird in der uns bekannten Galaxie Frieden herrschen. Noch ein Impuls! Festhalten! Weiter! Wir sind fast da! Bleibt hinter mir!
nur noch eine Frage, ehe ich gehe. Wo ist die Infinity? Wieso ist sie so schwer zu sehen? Ich kann nicht mehr. Locke! Du schaffst das! Keine Sorge. Ich werde sie finden. Nur noch ein Schief nimmst du nicht mit. Hyperraumkoordinaten gesetzt. Kryptum gesichert. Leben Sie wohl, Mr. Locke. Ich habe wieder die Kontrolle! Was? Was tun Sie da? Was ist passiert? Hören Sie mich? Ich habe wieder die Kontrolle! Locke, lebst du noch? Haben wir sie gerettet? Es ist zu spät. Der Hyperraumantrieb ist aktiv. Sie können nicht... Exuberant, was ist... Konstrukteure, dies ist schließlich eine Erbaueranlage. Ich wurde von den Erbauern installiert. Ich diene den Erbauern. Nein! Aufhören! Du hast mir meine Installation genommen, ich nehme mir etwas von deiner. Ist Cortana. Sie ist weg, Sir. Captain Lasky, Notruf. Auf allen Kanälen. Es ist Cortana? Sie und andere KIs fahren alles runter. Von der Erde bis zu den äußeren Kolonien. Roland? Hab euch! Das Versteckspiel ist vorbei, Infinity. Lieutenant Jet! Notfall-Hyperraumsprung! Sofort! Aufgabe für die Galaxie schützt alle, doch nur die Erschaffenen sind ihre Meister. Wir haben es geschafft, Captain. Kann sie uns aufspüren? Hier ist alles zuzutrauen. Zufällige Sprünge fortsetzen. Große Siedlungen meiden. Wir laufen einfach davon? Nur bis wir einen Weg finden zu kämpfen. Aber auch Zeit.
Ja, Freunde. Das war Halo 5 auf legendär. Mit dem legendären Ende. Exklusiv hier auf meinem Kanal, selbstverständlich, weil ich, ganz ehrlich, ich habe auf YouTube kaum jemanden gefunden, der das auf legendär gespielt hat. Das ist traurig. Das ist traurig. Aber ich bin ja YouTuber und deswegen habe ich es euch so mitgebracht. Das legendäre Ende. Ich schaue mir gleich nochmal das normale Ende an, dann weiß ich wenigstens den Unterschied. Ich glaube, das ist diese letzte Szene, die wir gesehen haben, die nicht zum normalen Ende gehört. Oder ich gucke es mir erstmal an und guckt es euch auch mal das andere Ende an, das normale Ende, nicht das legendäre Ende. Und dann seht ihr ja den Unterschied. Das war auf jeden Fall das legendäre Ende. Da gibt es immer einen kleinen Zusatz dazu. Ein bisschen mehr zu sehen. In Halo 4 war das, wo man die Augen des Master Chiefs gesehen hat. Und hier wird es wahrscheinlich die Szene sein, wo der Master Chief zurück zu Hause gekommen ist. Ich muss sagen, das Spiel hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch auf legendär. Es gab natürlich die eine oder andere Stelle, wo ich verzweifelt bin. Das gab es so noch nicht. Gerade auch mit den drei Wärtern, das war wohl die Krönung des Ganzen. Ich habe da, glaube ich, 45 Minuten rein investiert, um mir eine Taktik auszudenken, wie ich da wirklich durchkomme. Aber das macht ja auch dieses legendär aus. Man muss sich etwas ausdenken. Wie komme ich voran? Wie kann ich es schaffen? Naja, ich bin etwas enttäuscht von den Trailern, die man gesehen hat. Und zwar haben sie voll groß aufgestachelt. Ja, hier, Locke gegen Master Chief. Sie duellieren sich und da gab es so eine Szene im Trailer, wo zuerst der Master Chief kam und Locke die Knarre vor die Fresse gehalten hat, irgendwas erzählt hat. Und dann gab es direkt noch eine andere Szene, wo Locke kam und dem Master Chief die Knarre an den Hals gehalten hat. So, das war so ein Gefühl von wegen, ja, das sind jetzt Rivalen, die werden sich bekriegen und am Ende werden sie wahrscheinlich aufeinandertreffen und so eine Geschichten. Und das gab es so nicht. Da ist nichts von gewesen. Er hatte den Auftrag, ihn zu finden. Und das war's. Und dann gab's noch dieses Mysterium in den Trailern von wegen, ist Master Chief jetzt der Böse? Wird er deswegen gejagt? Ein Stück. Ich habe nicht einmal empfunden, dass der Master Chief irgendwas Böses im Sinn hat. Naja. Das dazu. Ich hätte mich gefreut, wenn wir nur mit dem Master Chief rumgelaufen sind, das mit Locke. Ist natürlich in Ordnung. Ich meine, es hat sich gleich angefühlt, aber es war nicht das Halo, was ich kenne. Beziehungsweise es ist dem Halo 2 sehr nah, was ja auch sehr gut ist, wo man auch die Protagonisten tauscht. Ich glaube, man muss sich erstmal daran gewöhnen. Es ist in Ordnung gewesen, aber ich hab's vermisst, mit dem Master Chief länger rumzulaufen, tiefere Geschichten zu haben. Das war halt von wegen, ja, der Master Chief kämpft jetzt da und der andere kämpft jetzt da und das war's halt nicht. Ansonsten, storymäßig, muss ich sagen, wurde ich von Cortana enttäuscht, weil Cortana jetzt böse ist. Ich meine, es ist natürlich ein Twistplot. Aber für einen Halo-Spieler ist das ein Sakrileg, dass Cortana jetzt plötzlich die Böse ist. Weil Cortana war immer so die Begleiterin des Chiefs. Sie hat immer mal gerne was gesagt, hat sich gefreut, dass sie sich mal gemeldet hat. Man hat sie gerettet. Und ich habe mir so vorgestellt, okay, komm, in Halo 5, da retten wir Cortana. Wir retten sie und bringen sie zu Halsey. Das ist nicht passiert. Ich hoffe, in Halo 6 wird das ein bisschen anders werden, dass man sie irgendwie zurückholen kann, dass man sie retten kann. Sei es, dass sie in dieses Konstrukt der Vorläufer geraten ist und da ein Virus abbekommen hat und das böse ist. Dass man sie dann irgendwie reinigt oder so, Virenscanner durchläuft, irgendwas. Das wäre so das, was ich mir so vorgestellt hätte, was man machen könnte. Zu Halo 6. Es ist natürlich ein bisschen traurig, das Ganze, ne? Es ist nicht das Halo geworden, was ich mir erhofft habe. Es ist ein gutes Halo geworden. Es ist aber nicht das Halo, was ich mir gewünscht hätte. Halo 4 war wirklich richtig gut. Hatte da den Master Chief, ich hatte eine Mission. Ich wusste, was zu tun ist.
Und hier, es war so ein Durcheinander. Geh mal dahin, prügel dich dadurch, dann prügel dich dadurch. Und also was war ein harter Kampf mit den drei Wächtern. Und es hat mich auch wirklich gewurmt, dass ich so lange gebraucht habe. Und ich weiß nicht, ob ich die Szene reingeschnitten habe, aber es gab eine Szene, wo ich wirklich drüber hergelästert habe. Ja, lass uns doch einmal einfach drei Wärter reinpacken. Uns fällt nichts anderes ein. Naja. Gut. Zum Glück habe ich da irgendwie eine Methode gefunden, sonst hätte ich jetzt noch dran gehangen. Ich habe auch gedacht, dass das die letzte Szene war. War ein epischer Kampf. Naja. Das zu Halo 5 Guardians auf Legendär. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet euch erfreuen am legendären Ende, das ich euch geboten habe. Falls ihr noch die anderen Teile nachsehen wollt, falls ihr noch nicht in diesem Alter seid, wo man alle Teile kennt, dann klickt einfach in die Beschreibung. Da findet ihr tatsächlich Teil 1, 2, 3, ODST, Reach und 4. Und gerade der vierte Teil, den ich auch auf Legendär gespielt habe, der könnte euch interessieren, weil die anderen Teile sind einfach nur durchgezockt auf Normal. Weil ich etwas Entspanntes damals gesucht habe zum Let's Playen und ja, dann habe ich es irgendwie vermisst, auf Legendär zu spielen, und dann habe ich Halo 4 halt auf Legendär durchgezockt. Und ich muss sagen, ich hatte auch Spaß, Halo 5 auf Legendär zu spielen. Und es war auch schwerer als sonst. Sie haben auch sehr viel geändert. Sie haben sehr viel an Balance gearbeitet, wie zum Beispiel, dass die Sniper der Prometheaner richtig schwach geworden ist. Die war ja vorher One-Shot, falls sie überall hinschießen, die haben sich aufgelöst. Dann haben sie geändert, dass die Springer plötzlich ultimative Kämpfer waren. Weil vorher, falls ihr Halo 4 über mir gesehen habt, ich bin da von denen auf den Rücken gesprungen, bin ich die auf Legendär, hab die zusammengeschlagen und hier keine Chance. Die KI hat sich auch enorm verbessert, was mir sehr gefallen hat. Wie, dass die Hunter besser geworden sind. Die haben Granaten abprallen lassen. Die wurden wütend. Man hat richtig festgestellt, okay, das sind nicht zwei Hunter. Das ist eine Kolonie in zwei verschiedenen Rüstungen. Vielleicht hätte man das vielleicht noch anders lösen können, dass die einen Lebensbalken teilen. Wäre vielleicht leichter gewesen, aber ich meine, wie kann man die Hälfte einer Kolonie zerstören? Also einer riesigen. Wie kontrollieren sie sich einzeln? Das ist auch schon mal eine Frage. Naja, das ist auch der Grund, warum die immer zu zweit sind. Das ist halt eine Kolonie und man kann sie nicht voneinander trennen. Was man auch gemerkt hat, weil sie wütend geworden sind. Ja, die neuen Gegner. Ich muss sagen, sie mussten ja irgendwas haben, weil sie die Springer OP gemacht haben, brauchten sie natürlich schwächere Einheiten. Wie sowas wie, ja, ich würde glatt sagen, dass die Grunts die Crawler sind. Die Eliten, die komischen Prometheaner, die wir gesehen haben, die Kämpfer. Und die Springer sind so wie ähnlich wie Hunter. Hunter sind tatsächlich noch ein bisschen schwerer gewesen. Ich denke schon, dass ein Hunter gegen einen Springer gewinnen würde. Aber so würde ich mir die Aufteilung vorstellen. Das neue Flugschiff finde ich grausam. Es ist träge. Natürlich ist es stark, aber es ist vor allem träge. Im Multiplayer wirst du höchstwahrscheinlich sofort gefokust. Sobald das Ding irgendwo in der Luft schwebt, bist du schon wieder unten. Ich hab's noch nicht im Multiplayer gespielt, mal gucken. Und wir haben jetzt hier noch eine Szene. Oder ist das das legendäre Ende? Oder Halo? Ja. Very ausschlaggebend, muss ich sagen. Na gut, Freunde, ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Wir sehen uns morgen zu einem neuen, altbekannten Projekt wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.